eine Hütte gekackt, Alter. Unglaublich. Ju! Was wird denn jetzt noch? Ach so, wahrscheinlich. Moment, nicht hier, sondern hier muss ich schauen. Weibe. Und Ted, schauen wir auch noch rein. So. Okay, Leute, also, als erstes brauchen wir eigentlich das Fundament. Wir probieren erstmal das Dach. Mal sehen, ob ich das jetzt schon platzieren kann, aber wahrscheinlich geht das noch nicht. Ich muss wahrscheinlich erst das hier noch bauen. Wir können das mal testen. Können wir das ja mal testen. So, Moment. Naja, die Frage ist... Krass, ich komme hier rüber dann sogar auf mein Haus drauf. Das ist natürlich angenehm. Sekunde. Nee, ich muss hier noch was draufsetzen. Das geht so nicht. Ich muss hier erst noch das Unterding bauen, was ich jetzt wahrscheinlich nicht kann, weil mir Wut fehlt. Okay, Sekunde. Aber es ist wirklich heftig, was das an Holz frisst. Das ist der Wahnsinn. So. Kann ich mich noch bewegen? Genau, das sehe ich doch jetzt schon mal beim Fundament. Kann ich das jetzt einfach hier draufsetzen? Moment, wir testen es mal. Ich hau es mal. Ich muss das jetzt effektiv machen, das wäre effektiv. So. Das bitte zerstören. Okay, Leute, ich muss mal eben erstmal die Dächer zerstören. Also die ich jetzt sowieso dann austauschen werde. Ich darf jetzt noch nicht das Falsche kaputt machen. So. Das kann man ja eigentlich erstmal da lassen. Rein theoretisch. So, jetzt bin ich auf meiner Hütte. Sehr, sehr cool. Und jetzt, 4. Wieso kriege ich das jetzt nicht hier drauf? Ah, Leute, ich weiß jetzt warum. Ich weiß jetzt warum. Und zwar muss ich in die Mitte, muss ich noch nochmal eine Thatch Wall reinsetzen, glaube ich. Und so muss ich das jetzt hier hinsetzen, glaube ich. Bumm. Und jetzt, muss ich das Dach nochmal hochheben. Ich glaube, das habe ich hier in die Truhe reingehauen. So. Jetzt muss es aber gehen. Ja, ja, hier, so Leute. Hätten wir. Oh nein, das ist falsch. Das ist falsch. Das sieht ja... Ich muss das noch eins höher machen, das ist das Problem. Scheiße. Yo, Huma, schau dir mal mein Haus an, ich hab's total verkackt. Ach, Scheiße, ja, guck gleich mal. Guck mal hier, diese kleinen Dinger hier am Strand, Mensch, die bringen voll viel Holz. Die bringen nur so 14, 15 Stück. Die kleinen Palmen hier? Ja. Nice. Okay, die hat mir nur 7 gebracht gerade. Braucht man die großen nicht immer kaputt haben, was? 6, 7, 9, 11, 12. Okay, die hat 12 Stück jetzt gebracht gerade. Ja, mach mal. ich hab's echt verhunzt jetzt, scheiße. Ja, Gott nicht. Also wie gesagt, ich mache jetzt nur das Fundament, das mit dem Dach, das lasse ich erstmal. Das dauert mir dann nicht so lange. Das ist zu viel Holz, was ich jetzt sammeln muss. Juhu, Level up! Ich freue mich. Ich will dann lieber erstmal jetzt Dinos zähmen und dann endlich ein bisschen noch weiter erkunden hier. Da habe ich dann erstmal mehr Lust drauf. Gerade beim Dinos töten, da kriegt man ja schön viele Level ups. Das lohnt sich ja eigentlich. So, Wasser noch auffüllen. Geht nicht. Hier geht's. Man muss immer so ein bisschen bis zu knietief muss man ungefähr im Wasser stehen. Dann funktioniert das. Oh, guckt mal da hinten. Ich hoffe, das ist jetzt ab Level 15. Ich hoffe es inständig. Ich würde uns riesig freuen. Bitte, 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 bitte. Juhu!
Okay, Leute, ich öffne hiermit offiziell unseren ersten Obelisten, wenn man das denn so nennt. Wow! Okay, wir haben einmal Stonepipe drinne. Dann, also wir haben ganz viel für so eine Pipeline, womit wir ja das Wasser von A nach B bringen können. Und Small Crop Plot. Ein kleiner Garten. Schön! Alter! Da hat es mir jetzt gerade fast mein Gehör zerknallt hier. Aber okay. Oh nein! Okay. Geht mal schon hin irgendwie. Nicht lecken! Alter! Hör auf damit! Nicht lecken! Hör auf zu lecken! Das ging ja gut. Aber das Gute ist, wenn die lecken, dann haben die selber Probleme, die Dinos. Ne? Die werden ja auch gespielt. Von anderen Leuten. Ist klar, ne? Und so. So gut, dann lass mal noch ein bisschen Palm mitnehmen, aber wir sind schon fast wieder voll, sehe ich gerade. Ach so, den Bogen, ey, den muss ich euch ja auch mal zeigen, fällt mir gerade ein. Sekunde, ne? Mach mal ein paar Pfeile. Und ich muss noch leveln. Ja, gehen wir wieder auf Held. Jo. 17 Punkte haben wir jetzt wieder. Das kriegen wir aber erst mit Level 20 dann freigeschaltet. Und dann sogar irgendwelche anderen Pfeile noch. Dann wieder einen neuen Sattel, eine bessere Axt. Oh, da kommt dann bestimmt mehr Holz raus. Das wäre cool, wenn wir dann, oder, ja doch, wir werden einfach schneller Holz abbauen. Da hätte ich ja durchaus Lust drauf, muss ich sagen. So Leute, lass mal hier eben den Bogen hier mal ein bisschen rumtesten. Ah, ich bin gerade langsam, ich kann nicht schnell rennen. Die gesagt, dass ich den Bogen in der Hand habe? Eigentlich nicht, ne? Ich bin einfach zu schwer. Okay, ich hau mal noch ein bisschen Holz weg. Machen wir so hier. Bum. Frage ich nur, wo wir das mal ausprobieren wollen. Da hinten hier, an dem. Testen wir es einfach mal. Kann jetzt übrigens auch, wenn man K drückt, kann man auch Third Person jetzt machen hier. Habe ich auch eingestellt, surferseitig, weil davor war das mal deaktiviert gewesen. Also wir testen den jetzt mal. Muss noch treffen. Ich bin übrigens nicht der, der so wackelt, das macht er automatisch. Das war offensichtlich vorbei gewesen. Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Jetzt hat er wieder erwischt. Ist down. Nice, Leute. Cool. Ist ganz schön leckig jetzt, muss ich sagen. Könnte daran liegen, dass der Surfer voll ist. Sind wahrscheinlich jetzt wirklich 50 Mann jetzt hier. Aber cool. Ersten Obelisten jetzt haben wir endlich gelootet. Und da waren sogar ein paar interessante Sachen drin gewesen, wenn es jetzt auch nicht super awesome war. Ich denke aber mal, desto höher das Level, desto besser ist das Zeug, was drin ist. Macht irgendwie Sinn, ne? Ja, aber es ist gut, dass ich das nochmal sage. Das ist extrem wichtig. Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Scheiße, ich habe mich verlaufen. Fuck, ich bin weiter die falsche Richtung gelaufen. Die Richtung hier muss ich. Ich mag den Bogen. Oh, der Bogen ist geil, Leute. Ich feiere den gerade total. Sieh mal Heid, nehme ich gerne mit. Dankeschön, Kollege. Das wird mit dem Bogen aber auch so sein, ne? Desto mehr der gespannt ist, das ist wie mit der Steinschleuder. Desto mehr der gespannt ist, desto mehr Schaden macht man dann höchstwahrscheinlich damit. Aber so einen Kollegen würde ich ja auch gerne mal noch killen. Aber ich muss jetzt erstmal mein Zuhause wiederfinden. Oh Leute, ich weiß es ja. Guck mal hier da vorne, oder? Ist ja unser Zuhause. Ja, hier ist die Hütte. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, Alter. Ich habe mich übelst verlaufen. Aber das ist... Ich meine, hey, es gibt hier nur einen verdammten Fluss. Ne? Eigentlich kann man sich ja nicht verlaufen. Ich krieg's halt trotzdem irgendwie fast noch hin. So, mal gucken, was der Huma zu unserer Hütte jetzt sagt. Hey, ich habe mich beinahe verlaufen, Alter. Da hinten war ein grüner Obelisk gewesen, den ich gelootet habe. Da war übrigens hier so Wasserpipe-Zeug drin gewesen. Und ich habe dann beinahe nicht mehr zurückgefunden. Kann man sich eigentlich irgendwas auf der Map markieren? Geht das irgendwie? So Kennzeichen oder so? Weiß ich nicht, also ich habe noch keine... Man kann irgendwie Koordinaten eingeben, warte mal. Wenn du P drückst, drück mal P.
50. 50. Test. Ja, ne? Das ist doch gut. So, okay, wir machen erstmal zur Hütte. Ach ja, was sagst du zur Hütte eigentlich? Ja, ich wollte dich fragen, ob wir das nicht vielleicht wieder abreisen wollen. Ne, ich werde es auf jeden Fall wieder abreisen. Ich muss das Dach, glaube ich, eins höher machen, eine Etage. Ja, ich glaube auch. Also wenn wir da zu zweit drauf rumkloppen, dann müsste das ja relativ schnell gehen. Nee, ich kann das ja einfach, ich kann ja dämmerlich machen, ich kann das ja instant zerhauen. Kannst ja damit interagieren und kannst es ja, einfach zerstören. Genau. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt einfach nur so eine flache Holzebene drauf und dann hat sich die Sache erstmal. Ja, danke auch. Also ich bin jetzt auch fertig, ich habe jetzt dreimal Wände und die Tür mit. Und das würde ich jetzt auch kurz fertig bauen und dann das drauf, dann bin ich auch durch. Ja. Das war ich schon wieder zu weit gelaufen. Hier sind wirklich viele Bäume. Hier sind wirklich so viele Bäume, wir sind so weit weg. Wir müssen hier in die Richtung, glaube ich. Irgendwie. So, da vorne müsste es eigentlich sein. Jo, da ist mein stolzes Dach. So, gucken wir mal, wie vom Puma das Haus aussieht. Ich denke, bin auch guter Dinge, dass über die Zeit ja noch viel mehr Leute dazukommen werden dann. Bin ich eigentlich ziemlich sicher. Eigentlich hätte man das ja gleich so bauen können, dass man gemeinsam ein Haus baut, ne? Oder man verbindet das dann über die Zeit. Das ist auch eine Variante. Ist der Hummer gerade da? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, dass man... Den Baum lässt man, ne? Und dann macht man hier irgendwie wie so eine Brücke hier rüber. Dass es dann miteinander verbunden ist, sozusagen. Das wäre eigentlich ganz cool, die Idee. So, und das Dach muss ich erstmal wieder wegmachen. Das sieht echt scheiße aus. Das geht gar nicht. Das hier machen wir erstmal weg. So. Alter. Halt, ich darf jetzt nicht... Ich habe jetzt alles weggemacht, ne? Scheiße. So, Leute, mach weiter an der Stelle. Ich habe gerade was sehr Interessantes rausgefunden. Und zwar macht es extrem Sinn, nicht immer das Holz erst ins Lager zu bringen, sondern einfach nur Holz zu sammeln und sobald man genug hat, das herzustellen. Weil zum Beispiel dieser Boden wiegt nur 4 Kilogramm oder auch wie auch immer hier die Einheit ist. Währenddessen das Holz ja irgendwie 30 Kilo oder 40 Kilo wiegt. Ja gut, 60 Holz sind 30 Kilo, wenn man das hier herstellt, wiegt das nur 4 Kilo. Ne? Ja gut, einfach Holz sammeln, herstellen, weiter Holz sammeln, herstellen. Das ist beides effektiver, als wenn man das alles ins Lager zu bringen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ist jetzt für mich eine Erleuchtung, für die meisten ist es wahrscheinlich normal, dass man das so macht. So, gucken wir jetzt immer voll. Und jetzt einfach craften und dann können wir wieder normal laufen. Das mache ich jetzt immer so, das geht so deutlich schneller, das Zeug zu sammeln. Jetzt habe ich nämlich schon 3 Stück und das reicht aus, um das Dach komplett wieder zuzumachen. Also, gehen wir mal zurück zum Lager. Irgendwann muss ich natürlich dann auch nochmal den Boden austauschen, aber egal. Ich mache jetzt erstmal das Dach jetzt hier ordentlich. Bam. So. Juhu, ich habe wieder ein Dach. Ich habe wieder ein Dach. Gleich mal im Humor berichten, dass ich wieder ein Dach habe. Humor, ich habe wieder ein Dach. So, mein Dach ist endlich fertig. Ja, ich kann mal gucken. Ich habe übrigens eine kleine Idee. Ich habe eine kleine Idee. Was hältst du denn davon, wenn wir unsere Häuser verbinden? Und zwar, wenn wir dann irgendwann noch eine Etage draufsetzen. Könnten wir doch hier, da wo ich jetzt stehe, hier an dem Baum, wie so eine Brücke rüberbauen zwischen den zwei Häusern. Machen, genau, und das auf der anderen Seite von dem Baum auch. Und dann hätte man den Baum in der Mitte. Nennt man so ein Baumhaus. Das könnte man. Naja, aber irgendwie so, dass man die Häuser dann über die Zeit miteinander verbindet, das fände ich eigentlich ganz cool. Schönen guten Morgen. Es wird langsam wieder hell. Und unser Plan war gewesen,
jetzt auf Erkundungstour zu gehen, zusammen mit dem Huma. Ich bin gerade noch dabei, mir ein paar Speere zu machen. Was ich leider nicht kann, da ich nicht genug Holz habe. Kein Problem. Sagen wir mal noch ein bisschen was. So, ich bin wieder da. Schönen guten Morgen. Jo, ich auch. Guten Morgen. Ich will mal eben noch ein bisschen Holz sammeln, damit ich mir noch ein paar Speere machen kann. Boah, vielleicht finden wir ja unterwegs. Ich denke, das passt erstmal. So. Guck mal, Leute, hier baut der Clyde gerade seine Hütte. Hey, Clyde. Ne, Clyde ist nur der Dino. Was steht denn hier? Psychos Blitze, herzlich willkommen. Jo, das ist von Psycho das Haus. Das ist der, den wir ganz am Anfang der Session getroffen haben. Clyde ist noch sein Dino, der aufpasst. So, dann den Bogen mache ich mal eben noch woanders hin hier. Und dann ziehen wir jetzt gleich los. Wir haben jetzt zwar nicht viele Pfeile, aber es ist okay. Wollen wir los? Jo, Sekunde. Ins Innere vom Land? Jo, auf jeden Fall. Moment. Bogen, Bogen, Bogen. Hier habe ich den. Ach, Beam. Das ist so. Das machen wir mal wieder ordentlich. Waterskin lasse ich aber auf der 8, weil das habe ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnt. Genauso gleich auf der 7 und das Saatgut, das haue ich mal noch ganz schnell in die Kiste hier rein. Und dann machen wir los jetzt hier.